Freunde, es ist wieder soweit. Ein Tag als persönlicher Koch. Heute mit Sandra. Es wird heute früh BLT-Sandwiches geben. Was das ist, erkläre ich euch gleich. Morgen. Okay, wir sind angekommen bei Sandra und ihr seht schon im Hintergrund, ich habe bereits den Backofen vorgeheizt. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir machen BLT-Sandwiches. BLT, das steht für Bacon, Lettuce, also Salat und Tomato. Das klingt sehr einfach, sind nur drei Bestandteile, aber es ist das Geilste, was man zum Frühstück essen kann. Ehrlich? Wirklich. Genauso wie die Smash Burger, die haben wir nachgemacht mit Luca. Ja? Ey, die waren so lecker. Theoretisch muss ich dir mal einen von meinen machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die von Luca so gut waren wie Wir wollen auf jeden Fall noch die ein oder andere leckere Sache machen heute. Es ist wirklich super simpel, also diese drei Zutaten gibt es und ganz wichtig Mayonnaise. Aber ansonsten ist da nichts drauf und es schmeckt so lecker. Das heißt, wir warten kurz, bis der Backofen heiß ist und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Fangen an, indem wir einfach mal den Bacon auslegen auf einem Stück Backpapier. Normalerweise macht man es auf einem Backblech. Wir können hier heute aber leider nur mit einem Rost arbeiten. Ich besitze leider kein Backblech. Ja. Das ist auch halb so wild, also gar kein Stress. Deine Küche, du kannst mal kurz rüber filmen, sieht aber echt fancy aus, also so Edelstahl. Ich glaube, es ist ziemlich gut. Ja. Sandra hat gerade eben schon hinter der Kamera gesagt, wie sie so zu kochen steht. Erzähl mal. Eigentlich mache ich mir Nudeln oder ich backe mir eine Pizza auf. Ich habe leider keine Talente und ich frühstücke auch eigentlich nie. Ja, ich kann, ich weiß nicht, dann ist es ein Stück Brot, dann packe ich mir da irgendeine Scheiße drauf und das war's. Schmeckt überhaupt nicht lecker. Also du lässt es dann einfach aus? Ja. Oha. Ich hatte es auch eine ganz lange Zeit, so da habe ich mir Frühstück gemacht und mir wurde dann einfach richtig schlecht. Jedes Mal. Voll komisch. So habe ich das jetzt ausgebreitet, dann können wir es gleich in den Backofen vorgeheizt reinhauen und dann wird es super crunchy. Crispy. Ach, machen wir es nicht in dem in der Pfanne? Ja. Wir machen es im Ofen, weil dann wird der crispier. Oh, na, Alter, ich freue mich heftig, ne Leute? Ich freue mich heftig. Wir haben jetzt hier die Tomaten und schneiden die in richtig feine Scheiben. Das ist ziemlich wichtig, dass die fein sind, weil wir werden gleich die Tomaten pfeffern und salzen. Und das Krasse ist bei Tomaten, wenn man die salzt, die entwickeln dann so einen geisteskranken Geschmack und so ein geisteskrankes Aroma. Boah, ich liebe eingelegte Tomaten. Ich bin ja Russe, ne? Falls noch keiner weiß. Und da ist mal alles eingelegt, auch eingelegte Gurken und so. Und ich fahre übelst drauf ab. Und so eingelegte Tomaten und so. Das ist übelst geil. So, wir gehen jetzt mal den Bacon in den Backofen rein. Dann tue ich heute auch noch irgendwas. Den lassen wir jetzt so für 5-6 Minuten da drin. In der Zeit bereite ich den Salat vor. Ich werde einfach drei Sandwiches machen. Für mich, Sandra und Lara. Ich habe mich als erstes genannt. Du kriegst das Beste dann. Okay, Salz, Pfeffer wollte ich noch. Ja. 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 Okay, wenn du jetzt nicht wüsstest, wo Salz und Pfeffer wären. Salz? Okay, ja. Oh, und Pfeffer. Traum. Glück gehabt, ne, dass er da war. Ja. Also ich bin die ganze Zeit noch irgendwie noch nie so richtig aufgeschrieben. Ich sitze hier einfach immer noch, ne? Also wenn das nicht Bedienung ist, Leute, ne? So, und jetzt, das ist nämlich der Geheimtrick, kommen die Toastscheiben in den Ofen und zwar auf das Fett, was der Bacon ausgelassen hat. Und dadurch werden die andere Level crunchy und juicy. Crunchiness und Juiciness. Crunchiness und Juiciness, das hört sich an wie ein Werbespruch, Max. So, jetzt geht das mal dazu und gleich ist es soweit. So, wir holen jetzt die Toastscheiben hier raus. Die sind schön angetoastet. Ich habe sie einmal gewendet, damit auch von beiden Seiten ein bisschen Öl dran kommt. Also immer zwei pro Teller. So, das ist auf jeden Fall deutlich besser so, als wenn man die Dinger richtig toastet, weil dadurch hat man noch das ganze Fett vom Bacon dabei. Es ist natürlich nicht das gesundeste Frühstück, aber es ist auch verdammt egal, ob es gesund ist oder nicht, weil es ist so lecker. Ich lebe sowieso nicht gesund. Okay, und jetzt, das macht das Ganze noch weniger gesund, kommt Mayonnaise, drauf. Aber nicht zu wenig. Also wirklich, es ist wirklich key bei diesem Frühstück, dass man ordentlich Mayonnaise drauf hat. Ich kann es mir gerade vom Geschmack überhaupt nicht vorstellen. Boah, du wirst es lieben. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, Max, demnächst sehe ich dein Sandwich-Rezept irgendwo in der Kölner Innenstadt, ne? Boah, ja, das wäre geil. Hey, mach mal selber so ein Pop-up auf. Boah, das wäre so nice. Ja, ne? Vielleicht, Leute, irgendwann mal ein Tag persönlicher Koch. Pop-up in Köln oder so. Wenn Corona dann vorbei ist, dann könnt alle vorbeikommen. Boah. Weil das wäre so heftig. Okay, also Leute, wir nehmen uns pro Toast drei Scheiben Bacon. Es sind noch zwei übrig, das heißt, es gibt zwei Vierer. So, jetzt ganz wichtig, fett Tomate überall drauf. So richtig gestackt. Deshalb haben wir sie so schön flach geschnitten, damit da ordentlich was drauf geht. Das ist das Beste, was der Welt hier passiert ist. Ey. Du bist schon ungeduldig, ne? Ja, übelst, Alter. Richtig über mich, das ist sehr. Und ganz wichtig. Ein richtiges Sandwich hier, aber schön durch die Mitte durchschlitzen. Ganz ne? Genau, es muss in der Mitte zerschnitten sein. Das Messer nicht so scharf, ne? Ich glaube, das könnte das Problem sein. Ja, es ist die Messerspitze ist einfach komplett verbogen. Vielleicht haben wir deshalb gerade ein bisschen schief geschnitten. Okay, Sandra.
dein Frühstück für den heutigen Tag. Muss ich das auch gleich raten von 1 bis 10? Ganz genau, das hatte ich ganz vergessen zu sagen. Es geht nämlich genau darum. Es schmeckt übelst heftig. Es ist perfekt gesalzen. Es schmeckt übelst lecker. Geil, das freut mich. Ist auf jeden Fall 10 von 10. Du, eigentlich darfst du erst aufessen. Ach so, ach so. So ein Bissen und direkt 10 von 10. Ich würde sagen, wir essen erstmal in Ruhe auf und dann kommen wir zum endgültigen Rating vom Frühstück. Ja. So, wir haben aufgegessen. Ihr seht, unsere Teller sind komplett leer. Sandra, würdest du dein Rating nochmal bestätigen? Ja, es ist eine 10 von 10. Es war wirklich saftig, aber auch so richtig knusprig. Es war einfach ganz wild. Ich bin schon so gespannt aufs Mittagessen, Max. Ich bin auch gespannt. Es wird zum Mittagessen Schnitzel geben und wir fangen jetzt an. Und zwar, indem ich anfange, ein paar Kartoffeln zu schälen. Okay, ich mache jetzt noch ein paar weitere, dann schneide ich das Ganze in Würfel und gebe es ins kochende Wasser. Das hier sind die geschnittenen Kartoffeln, hier drüben kocht das Wasser. Und Geheimzutat habe ich von meinem Lieblingskoch-YouTuber Kenji Lopez. Man muss ein bisschen Backpulver reinmachen, weil die dadurch viel crunchiger werden. Kartoffeln hinein, die kochen jetzt so ungefähr 10 Minuten. In der Zwischenzeit habe ich hier schon vorbereitet ein bisschen Rosmarin und 2 Knoblauchzehen. Pfanne, am besten so eine unbeschichtete, weil wir wollen Röstaromen bekommen. Ich gebe direkt ein bisschen Olivenöl hinein, kann ruhig ordentlich was sein. Das wird jetzt relativ schnell sehr heiß werden. In der Zwischenzeit mache ich den Rosmarin hier mal ein bisschen klein. Den geben wir jetzt direkt mal hier drüben in die Pfanne. Sollte wie gesagt relativ schnell heiß sein. Und zu dem Rosmarin kommen noch 2 gepresste Zehen Knoblauch. Eins. Das bleibt jetzt da drin, bis der Knoblauch leicht gelb-golden wird. Und dann werden wir das Ganze abschütten. Die ganzen Kräuter und so sollen eben nicht mit rein in den Ofen. Nur das Öl kommt eben wieder an die Kartoffeln und der Rest wird erstmal... Dafür gibt es ein cooles Kochwort. Es wird mit einem Sieb rausgeholt. Ich weiß nicht genau, was das heißt. So, und wir führen jetzt eben dieses Öl hier ab, aber nur das Öl. Dementsprechend soll der ganze Rest drin bleiben. Dafür nutze ich dieses Ding, was überhaupt nicht dafür gemacht ist. Was man daran erkennt, dass ein bisschen was mit rauskommt. Aber es ist okay, es ist besser, als wenn alles mit rauskommt. Okay, jetzt haben wir dieses Rosmarin-Knoblauchöl und hier drüben die restlichen Kräuter. Sandra hat gerade eben schon unten geklingelt, das heißt, wir müssen jetzt Gas geben. Kartoffeln kommen vom Herd runter, schütten sie hier kurz ab. Jetzt geben wir das Öl in diese große Schüssel hinein. In die Schüssel kommen auch die Kartoffeln hinein. Jetzt müssen wir es schaffen, dass sich das alles gut verbindet und die Kartoffeln so außen wie so ein Kartoffelbrei bekommen. Ihr seht das schon, es funktioniert hier ein bisschen. Ich gebe jetzt die Kartoffeln hier in den Ofen hinein. Ganz ohne Backpapier oder sonst was. Kommen einfach so da drauf. Das Einzige, was man beachten muss, dass sie halt ein bisschen Abstand voneinander haben. Und die bleiben gleich ungefähr 20 Minuten drin. Währenddessen kümmere ich mich um das Schnitzel. Alles schön verteilen. 230 Grad hat der Ofen übrigens, falls ihr es nicht sehen könnt. Und los geht's. So, Sandra ist jetzt gerade auch angekommen. Wir sind schon ein bisschen am Snacken, weil der Hunger langsam kickt. Aber ich beeile mich. Wir müssen jetzt eine Panierstraße machen. Ist ja klar. Los geht's. Für das Schnitzel habe ich hier einen Topf vorbereitet. In den gebe ich ein bisschen Schweineschmalz und Pflanzenfett. Okay, unsere Panierstraße steht. Wir haben hier einmal doppelgriffiges Mehl, Eier, 3 Stück, einfach richtig fein gequirlt und Semmelbrösel. Diese Station durchläuft gleich jedes Schnitzel, aber bevor wir das tun, müssen wir das Schnitzel erstmal klopfen. Und das wollte ich schon immer mal tun. Ich mache nämlich heute zum ersten Mal Schnitzel. Ich bin sehr gespannt, ob ich das hinkriege und wie es funktioniert. Es gibt 2 Seiten, einmal eine mit Punkten und einmal eine so. Man muss auf jeden Fall aufpassen, dass das Schnitzel nicht rissig wird. Okay, ich fange jetzt mal an. Ich glaube, das mache ich sehr gut. Man merkt wirklich, wie es größer wird direkt. Wie faszinierend, was hier abgeht, Sandra. Ja, das sieht doch richtig wild aus. Hast du jetzt extra so einen Klopfer gekauft? Ja, der hat nur 5 Euro gekostet. Aber für meine Gäste mache ich doch alles. Das auch so Schnitzel wird gleich so groß. Es sollte so groß werden, aber es wird so nicht in meinen Topf passen. Das heißt, ich werde gleich einmal durch. Jetzt fängt auch schon die Panierstraße an. Das ist so cool. So, meine Hände sind natürlich sauber. Ich werde das Ganze jetzt mal hier ein bisschen anfeuchten. Und dann legen wir das in die erste Station. Legen das jetzt einmal hier hinüber, auch von beiden Seiten, dann ist dann gut abtropfen. Dann kommt es in die Semmelbrösel hinein. Davon wird es halt richtig crunchy, ne, von den Semmelbröseln. Und ein Schnitzel wird ja gut dadurch, dass es crunchy ist, wenn man mich fragt. So, nochmal eins. Crunchy ist auch dein Lieblingswort, ne? Ja. Heute beim Frühstück, alles wird alles crunchy. Jetzt auch wieder alles crunchy. Okay. Und die werden auch crunchy. Nummer 2. Ihr wisst ja jetzt quasi, was läuft. Ich muss euch nicht alles im Detail zeigen. Alles klar, wir haben jetzt hier die ersten Schnitzel fertig. Und ich denke mal, ich mache immer 2 auf einmal hinein. Und Nummer ja, wir kriegen das gerade diese Dinger, ne? Ja. Und jetzt muss man das Schnitzel soufflieren. So heißt das. Für 3 Minuten pro Seite und dabei halt konstant in Bewegung halten. Weil dadurch die Schnitzel
diese Gläschen bekommen. Ey, ich hätte niemals gedacht, dass ich Schnitzel selbst machen würde. Ich bin richtig happy, dass du es vorgeschlagen hast. Ich find's ja übelst witzig, ne? Ich glaube, demnächst lade ich ganz viele Leute ein und mache einfach Schnitzel. Ja, boah, die wären so glücklich, ne? Vor allem Schnitzel ist so ein... So, dieses Essen macht man so, wenn man Mutter ist oder so, ja, genau. So, das würde ich niemals machen, jetzt einfach so als noch Jugendlicher. Es muss laut Max ja alles richtig crunchy sein, deswegen machen wir das alles so crunchy wie möglich. Sehr gut. Wenn irgendwas mit crunchy ist, kriegen wir Ärger miteinander. Na gut. Sandra ist der erste Gast, der auch mit anpackt hier. Die macht es sehr gut. Ah, ihr habt sogar das Schnitzel drin liegen lassen, ne? Damit das. Ach, hier ist noch ein Schnitzel! Aber es ist sehr gut. So kann das besser ziehen. Sehr gut. Max, das hab ich gar nicht gecheckt. Hast du das gecheckt? Nein, oh, ne? Ja. Sehr gut. Auch. Ich dachte, das wäre extra, weil ich habe das auch gemacht. Ah, doch, Max, wir wollten nicht pranken, ist alles extra gewesen. Die letzten beiden Schnitzel sind jetzt auch fertig. Mann. Bitte? So ein Backofenhandschuh, Alter, Max. Wir hören die Kartoffeln hier raus, geben die hier wieder zurück in die Schüssel. Das, ich bin ein Profi, das macht man so. Wie gerade am Anfang schon erwähnt, kommen die Kräuter wieder hinein, also der Knoblauch und der Rosmarin. Diese Pfeffermühle ist eigentlich mein größter Flex in der Küche. Die hat mir nämlich meine Mama mal geschenkt. Und das ist eine Designer-Pfeffermühle. Weil ich meinte so, ey, ich weiß wirklich nicht, was ich mir zum Geburtstag wünschen könnte. Aber eine Pfeffermühle wäre irgendwie cool. Und dann hat sie mir so eine Design-Pfeffermühle geholt. Traum. Ich bin sehr gespannt, was du mir gleich für ein Rating geben wirst. Du auch, ne? Ja. Sandra, du trinkst gerade noch den Eiskaffee. Ja. Teller ist aufgegessen. Es ist wieder Zeit für das Rating. Ja, es ist wieder eine 10 von 10. Ich kann es ja nicht jedes Mal sagen, aber es ist so. Es ist ja wirklich richtig lecker, Max. Das freut mich echt. Ich habe euch ja gesagt, dass ich es zum allerersten Mal gemacht habe. Und ich hätte selbst wirklich nicht gedacht, dass es so lecker wird. Also bin ich wirklich sehr zufrieden über diese Note und probiere. Wird schwer. Aber beim Abendessen auch nochmal die 10 von 10 rauszuhauen. Ich würde sagen, wir sehen uns da. So, da sind wir auch wieder beim Abendessen. Sandra sieht fabelhaft aus. Sie hat es extra für das Abendessen. Ja. Ich habe mich auch heute dreimal umgezogen, ne? Sie ja, drei verschiedene Outfits in einem Tag an. Merkt ihr was? Und ich laufe die ganze Zeit hier so. Ja. Unglaublich, eine Peinlichkeit. Wir machen Smashburger. Wie das klappt, habe ich euch ja eigentlich schon mal in einem einzelnen Video gezeigt. Deshalb habe ich schon mal alles vorbereitet und fasse mich kurz. Ich habe Fleischbällchen vorbereitet. Ich habe Jalapenos, ansonsten braucht man ja quasi nur Brötchen, Ketchup, Mayo. Aber ich dachte mir, weil wir den ganzen Tag einfach nur Scheiße gegessen haben, machen wir einen kleinen Salat noch dazu, damit wir uns nicht ganz so schlecht fühlen. Dafür einfach nur kurz diesen Salat. Ach, und das ist die Salatschleuder, ne? Ja, genau, das ist die Salatschleuder. Da sind wir wieder bei, du hast alle Gadgets. Ja, stimmt. Sandra staunt die ganze Zeit nur über die Ausstattung meiner Küche. Der hat wirklich alles. Er hat zum Grill jedes passende Zeug dazu. Der hat sogar eine Fritteuse in der Ecke stehen. Es ist nicht normal für einen. Wie alt bist du, Max? Ich bin 23. Für einen 23-jährigen Typ. Max, du hast sogar einen Thermomix. Nein. Wer ist das Ding? Habe ich nicht geliefert bekommen. Größte Schande. Ansage an Heine. Kommt bald. Heine ist dieser Laden, wo Omas Klamotten kaufen. Die hat ein richtig gutes Angebot für eine KitchenAid. Ich habe sie bestellt und sie haben einfach nicht geliefert. Sie haben storniert. Als ob. Ansage kommt. So, jetzt noch schnell die Tomaten vierteln. So, das ist das Dressing. Ich liebe es, Leute. Deshalb verzeiht mir, dass ich es jetzt tue. Bisschen davon rüber. Und jetzt der gute alte Dave-Trick. Salat ist fertig. Lecker. Jetzt würde ich sagen, geht's an die Burger. Der Grill ist schon am Flimmern draußen. Wir legen los. Burgerfleisch drauf. Zack. Und let's go. Krass, das ist ja richtig Zwiebeleisen. Wir wenden. Das geht ja jetzt ultra schnell, ne? Ja, das ist das Gute bei den Burgern. Und da ist dein Abendessen. Das ging schnell. Bitte schön, lass dir schmecken. Dankeschön. Das war's, das letzte Essen. Ich bin gespannt auf deine Bewertung. Das ist wieder eine 10 von 10. Ey, nice. 3x 10 von 10. Das ist echt krass. Ich hatte in der ersten Folge mit Jan von Gewitter im Kopf auch 3x 10 von 10. Echt? Revi war ein bisschen kritischer. Wer weiß, wie es in der nächsten Folge aussieht. Danke auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss. Ciao.